Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode Enshrouded. Ja, hier sind so ein paar Sachen passiert. Ich hatte, bevor ich in den Livestream gegangen bin, um dort eine Bausession zu haben, habe ich hier noch ein paar Sachen gemacht. Und zwar hatte ich hier drei von den Aufzuchtbehältern stehen, also die kleinen Hochbeete. Und habe dann so ein bisschen was gezogen von dem Zeug, was wir hatten. Das sind die ganzen Blümchen hier und habe ich ein paar Bäume gemacht. Und ne, hier nochmal Blümchen, da nochmal ein paar mehr Bäume, die wir hier so rumstehen haben. Diesen zum Beispiel. Hallo? Eben konnte man den noch abbauen, jetzt nicht mehr. Naja, auf jeden Fall habe ich hier so ein bisschen was gemacht, um mal zu gucken, wie das aussieht, so als Wegbegrenzung. Sehr, 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 sehr schön. Und hier hinten hatte ich ja dann entsprechend, um vorbereitet zu sein für den Stream, damit wir eine kleine Übersicht haben und sehen können, was wir alles bauen können, habe ich das hier hinten hingestellt. Das würde ich dann auch noch ergänzen, sobald wir neue Baublöcke und Dächer und sowas haben. Sieht ziemlich cool aus, wie ich finde, und man hat schon mal so einen kleinen Eindruck. So, Leute. Und dann war heute der Stream tatsächlich und wir haben erstmal gebrainstormt, was man machen kann. Und am Ende haben wir uns dafür entschieden, erstmal das Bauernhaus für die Bäuerin zu machen. Und was dabei rausgekommen ist, ist das hier. Und ich muss sagen, jedes Mal, wenn ich hier langlaufe, das sieht einfach so geil aus, das Haus. Oh mein Gott, ich finde das super süß. Guckt euch mal an, wie schön das geworden ist. Das ist so schön. Super. Ganz toll. Hier haben wir noch Blumentöpfchen gemacht, die man ja bei ihr bauen kann und sowas. Hier haben wir die neuen Türen und Fenster eingelassen, die runden Hobbit-Dinger und so weiter. Drin ist jetzt noch nicht so viel passiert. Hier ist ein kleiner Ofen, ein Bettchen, noch ein Blumentopf und natürlich die Bäuerin. Und wir haben jetzt das erste Beet angelegt. Das haben wir hier und erstmal so Erdbeeren, Tomaten und Mais draufgepackt, was man alles jetzt bereits ernten kann. Das geht relativ flott, muss ich sagen. Also Erdbeeren sind fast alle fertig, noch nicht ganz, ne? Und Leute, das hat mega, mega Spaß gemacht. Nochmal an der Stelle vielen lieben Dank fürs Dabeisein und mit mir zusammen das Ganze durchziehen. Sehr, sehr cool geworden und da wartet natürlich noch eine ganze Menge mehr. Leute, wenn ihr das sehen möchtet, wenn ihr nicht dabei sein konntet und gerne den Livestream nachgucken möchtet, ist das natürlich überhaupt gar kein Problem. Denn den könnt ihr gucken auf Lexan TV, hier auf YouTube, auf meinem Zweitkanal, wo halt die ganzen VODs gespeichert werden, die ich auf Twitch hinterlasse. Dort ist es nicht mehr zu finden, aber ihr findet die Livestreams tatsächlich auf Lexan TV. Den Link findet ihr auch auf der Seite oder jetzt oben rechts eingeblendet. Wenn ich daran gedacht habe, sollte das jetzt der Fall sein. Und dann könnt ihr dort direkt den Livestream nachgucken, damit ihr wisst, was hier passiert ist zwischen den Folgen. So, Leute. Und heute möchte ich gerne eine Sache machen. Ich bin auch schon soweit vorbereitet. Ich glaube, ich muss nochmal reparieren. Ich würde gerne einmal nach Distelsamen gehen, weil mir wurde geschrieben unter einem der Videos, dass ich da noch hätte gegen jemanden kämpfen müssen. Also das war quasi irgend so ein Geschöpf aus dem Miasma, der mich gekillt hat. Und ich würde gerne versuchen, den nochmal wegzumachen. Und der soll ein Schwert haben, was ich gerne haben möchte. Und deswegen gehen wir da jetzt erstmal hin. Dann gucken wir mal. Distelsamen ist. Wo ist denn Distelsamen? Hier, nee. Hier, ne? Genau, da habe ich noch. Dieses Ding, den würde ich dann später auch abbauen. Den brauchen wir nämlich nicht. Aber noch haben wir den. Das ist gut. Und dann gehen wir da jetzt nochmal runter. Ich versuche das hinzukriegen und den zu töten. Ja. Ich weiß nicht, ob ich jetzt das richtige Skillset habe dafür, aber wir werden sehen. Ich probiere es auf jeden Fall. Ich hätte gern ein neues Schwert, muss ich ehrlich sagen. Das wäre schon relativ nice. So, ich habe schon mal. Aua! Was war das denn jetzt? Das ist ja super mies. Ach, er war das da vorne, ne? Ja, der war das. Na gut. Huch! Kann ich den vielleicht noch mal? Oh nein! Warte, warte, warte! Warte, wen muss ich noch nehmen? Henkers Axt habe ich bekommen. Sehr cool. Da vorne war auch noch so ein Dödel, ne? Den muss ich auch noch nehmen. So.
Okay, und da musste jetzt gleich dieser andere Typ kommen. Oh, da ist auch noch einer. Oh, habe ich direkt runtergeholt. So. Okay, den gucken wir jetzt mal. Ob ich den vielleicht mit dem Bogen wegkriege? Warte mal, war nicht hier oben irgendwie der Typ? Kann ich den nicht irgendwie... Oh, shit. Da ist er. Boah, der ist ja übel. Ist der das? Leute, da brauche ich ja 10 Jahre. Kupferpfeil. Nee, okay, probieren wir mal mit dem anderen Ding. Feuerball. Oh mein Gott, ist ja furchtbar. Wieso bin ich denn so schwach? Das hat gar keinen Effekt, ne? Und ich habe kein Mana mehr. Ja, klasse. Der nimmt nur einen Punkt runter. Den krieg ich weg. Ja, das ist natürlich übel. Also werde ich wahrscheinlich im Miasma sterben. Oder wir versuchen einfach... Ah, jetzt. Ah, nee, jetzt hat er wieder. Der hat sich wieder erholt. Ach, Quatsch. Ja, super. Ich versuch's so. Oh mein Gott. Das klappt so schon mal nicht. Damit. Ja, cool. Wie soll ich den denn wegkriegen, Leute? Das geht ja gar nicht. Das geht ja überhaupt gar nicht. Bin ich zu schwach für. Hä? Habe ich irgendwas verloren? Nö, ne? Das ist ja furchtbar. Okay, Level 15 ist definitiv nicht für mich geeignet. Definitiv nicht. Ich werde es nochmal versuchen. Ja.
Ja, keine Chance. Keine Chance, Leute. Wie soll ich das denn machen? Das geht ja gar nicht. Come on. Mensch, ich habe keine Ausdauer. Oh mein Gott. Wo hat der denn bitte ein Schwert? Wo? Wo, 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 wo? Okay, ich muss wahrscheinlich noch mal rein, ne? Hier oben oder was? Wo der stand? Hier? Wo muss ich gucken? Wo ist hier was verbuddelt, Leute? Hier? Hier. Okay, warte. Oh mein Gott. Oh, wie geil. Das hätte ich alleine auch schwer nicht rausgefunden, Leute. Vielen, vielen Dank nochmal an der Stelle. Hier noch mehr, was man suchen könnte? Begrabener Fluch. Quest abgeschlossen. Ich hatte sogar eine Quest hier. Na, guck mal, einer schick. Ja gut, jetzt muss ich irgendwie hier raus, ne? Ich muss hier weg. Freunde, muss hier raus. Hier haben wir noch ein paar Leichen. Hier würde ich natürlich auch einmal mitnehmen, kurz. Na gut. Ich hau ab. Ich werde mal den Weg eben kurz hier langlaufen und wieder nach Hause porten. Dann gucken wir uns das Schwert mal genauer an. Sehr nice, sehr nice. Ich freue mich richtig heftig. Ich habe gar keine Ausdauer mehr. Aber ich hätte doch eigentlich, eigentlich hätte ich doch Ausdauer haben müssen. Ist ja spannend. Nächstes Mal nehmen wir vielleicht auch mal ein, Miasma-Getränk mit. So. Oh mein Gott. Wer ist er denn? Weg. Keine Ausdauer, Mann. So eine Scheiße. Oh mein Gott, wer war er denn?
Oh, ich muss nach Hause, sofort. Schnell, schnell weg hier. Ich bin zu schwach. Ich bin einfach zu schwach hier für die Gegend, glaube ich. Schnellreise. Oh mein Gott. Oh, ich bin erst Level 11. Ich brauche ein besseres Schwert, ich brauche bessere Rüstung, brauche besseres alles. Ich glaube, ich muss umskillen, Leute. Ich glaube, dieser Mage ist nicht das Richtige. Ich glaube, ich werde mir einen anderen Bild zurecht machen. So, lass erstmal pennen gehen. Oder warte, wir gucken erstmal nach dem Schwertchen. Wir haben ja jetzt das hier, das hat Level 22, die hat 22er Schaden. Und das Ding hat jetzt schon 26. Hagelgeißel, Schnittstich, Wucht. Ja. Das werden wir doch jetzt gleich mal upgraden, würde ich sagen. Hagelgeißel. Ja, 32 ist doch schon mal eine ganz andere Nummer, oder? Was? Ja. Ich muss mal kurz reparieren. Das Ding leuchtet auch im Dunkeln. Das ist sehr, sehr cool. Mach das mal kurz weg hier. Obwohl, können wir auch gleich mit runternehmen. Ja, sehr cool. Rüstungstechnisch bin ich aber immer noch nicht besonders gut bedient, ne? So, können wir das hier nochmal kurz eben wegpacken? Hier noch. Wenn möglich. Hier noch ein bisschen was rein, maybe. Hier. Nägel haben wir jetzt, glaube ich, nicht weiter drin. Das muss woanders hin. Das können wir noch. Das ist ein 39er Schaden. Diese Henkersaxt hat einen 39er Schaden. Die Guillotine ist ja lächerlich dagegen. Können wir die auch noch mal kurz upgraden? Jetzt hat sie 43. Ja, das ist natürlich eine ganz andere Nummer, Leute. Die hat 33 und die hat 43. Ja, die beiden haben wohl ausgedient. Auch wenn es legendäre Dinger sind, haben sie wohl ausgedient. Naja, gut. So, dann machen wir euch hier erstmal rein. Wasser packen wir weg. Wir haben ein neues Schwert. Ich freue mich. Ich hoffe, dass es... ich hoffe, das ist besonders gut. So, aber eine neue Rüstung haben wir nicht, ne? Ich guck kurz. Camper-Set. Das ist das Ding, was ich anhabe. Fellrüstungsset. Ne, wir haben keine bessere Rüstung. Okay. Gut. Ich würde sagen, wir skillen auf. Oder wir werden umskillen. Die Frage ist nur, wohin? Also das hier, ich glaube, damit werde ich nicht weit kommen. Ich sollte lieber Richtung Barbar oder Krieger oder sowas gehen. Ich bin nur nicht sicher. Ist Barbar vielleicht eine gute Sache? Gepaart mit Krieger? Oder vielleicht eher Überlebender? Wenn ich das wüsste, ne? Mit bisschen Athlet. Erzeuge einen Gesundheitsorb, nachdem du einen Gegner mit einem Schleichangriff oder gnadenlosen Angriff besiegt hast. Hm. Ich glaube, ich werde mal umskillen. Das Ding ist aber... Oder soll ich es nicht machen? Wir hätten jetzt nochmal 3 Punkte. Ich könnte jetzt hier nochmal auf Teleportangriff gehen. Oder wir gehen auf Arkane Ablenkung. Bei einer erfolgreichen Parade erhältst du 20 Mana. Ja, weiß ich nicht, ob ich das haben möchte. Oder ich gehe hier Richtung Zauberer. Willenskraft. Und das hier. Und dann hier hoch. Wenn ich jetzt doch bei dem Mage bleibe. Hm.
Das Ding ist auch Mana, ne? Wenn ich den Stab nehme, ich habe so wenig Mana. Ich kann da zweimal einen Schuss abgeben, danach ist Feierabend. Das ist halt immens wenig. Wir haben viel zu wenig Mana. Okay, ich nehme jetzt erstmal das. Warte mal, ich hätte das nehmen sollen. Das war jetzt blöde. Eigentlich müsste ich das hier skillen. Das ist ja hier auch ganz toll, aber. Ah, warte, ich setze noch mal kurz zurück. Moment! Läuft schon wieder richtig gut bei mir. Ich setze mal kurz zurück. Ich wollte gerade die Flamme tilgen. Oh nein. Das hier, ja. So, warte mal. Also, Punkt 1. Wir brauchen das. Brauchen das. Und brauchen den Doppelsprung. So, wir brauchen. Das Ding. Das Ding. Will ich das wirklich? Ist es wichtig, den Highlight zu machen? Oder sollte ich nur auf Kampfmagier und Zauberer gehen und einfach mit Tränken arbeiten? Ist es wichtig, den blauen Orb zu bekommen? Ich gehe erstmal auf Teleport. Dann gehen wir hier rein. Intelligenz nehmen wir auch noch mit. So. Ich bräuchte aber noch Wasser. Ich lasse mal die Wasseraura weg, ja? Dann nehme ich den noch. Willenskraft. Stachel. Wiederholt der Schaden mit einem Zauberstab. Hier zusätzliches Projektil. Mega nice. Und hier wiederholt der Schaden mit einem Zauberstab wird um 20% erhöht. Ja, gib mir das. Und dann können wir hier nochmal die beiden voll machen. Da brauchen wir nochmal 2 Punkte beim nächsten Ding. Ich würde das hier erstmal lassen. Lass mich erstmal den Kampfmagier voll machen. Dann haben wir den Teleport, den müssen wir auch noch aktualisieren. Dann können wir auch Schaden machen, wenn wir uns rein teleportieren. Okay, ich bleibe erstmal so. Den haben wir auch noch. Okay, perfekt. Achso, die Dinger stehen übrigens hier für die Umbaumaßnahmen später. Weil das Gebäude wegkommt und wir werden hier so einen Innenhof und sowas machen. So, kann ich noch schlafen gehen oder lohnt sich das nicht mehr? Ja, lohnt sich noch. Gut. Ah, fein. Gut. Der Hahn kräht heute nicht. So, habe ich alles repariert? Glaube schon. Als nächstes werden wir uns mal umgucken beim. Das hier kann jetzt weg, ne? Dieses Ding können wir jetzt wegmachen hier bei Diszusam. Das Ding baue ich ab. Moment, ich gehe nochmal rüber. Ich baue das jetzt ab, dann porten wir uns zum nächsten Dings. Aber hier müssen wir jetzt nicht mehr hin. Geräusche? Oh Gott. Ja, so, tilgen. Wo seid ihr denn, liebe Wölfchen? So, also wir müssen einmal die Kreissägeblätter holen und wir müssen hier irgendwie hin. Hier sind die Bausteine. In Detwin. Was ist hier? Keine Ahnung. Wo wollen wir als erstes hin? Ich würde erstmal hier hingehen, tatsächlich. Komm, ab, schnell Reise. Lass mal endlich die Fachwerkblöcke holen oder so. Das wäre doch schon mal eine nice Nummer. Und wir müssen auch unser Schwert auf jeden Fall checken. So, sind wir hier richtig? 800 Meter. Da ist eine rote Blume. Böse rote Blume. Mieses Stück. Ich sehe nichts. Die Blumen nehme ich schon mal mit.
Ja, dabei ganz schön Schaden hat sie mir gegeben. Jetzt habe ich den blauen Orb nämlich nicht. Oh, jetzt fehlt mir der Orb, Leute. Das wäre nicht so geil, ne? Also den unterschätze ich tatsächlich gerade. Den müssen wir uns wiederholen. Oh mein Gott. Wir brauchen den Orb. Das heißt hier 2 Punkte, 3 Punkte, 6 Punkte und dann nochmal die Erweiterung. 8 Punkte. Oh mein Gott. Vielleicht muss ich doch nochmal eben umskillen. Naja, mal gucken. So, ich versuche jetzt erstmal mit Zauberstab zu arbeiten. Wo muss ich hin? Hier. Ich guck mal, ne? Wow, Schwert ist geil. Schwert ist geil, mir fehlt mein Orb. Doch. Oh mein Gott. Das ist ja nicht so geil. Ich brauche den Orb, Leute. Ich habe das unterschätzt. Aber ja, Level 13, ne? Ich muss besser blocken. Wenn mehrere Leute auf einmal da sind, doof. Heftig. Meine Güte. Okay, ja, gehen wir mal ins Miasma rein. Hier war noch eine Truhe irgendwo. Ich wollte die nicht einschalten. Oh mein Gott. Ja, ich muss den Orb haben, Leute. Muss unbedingt den Orb haben. Geht gar nicht. Ich habe gar nicht genug Tränke. Ich muss unbedingt Tränke bauen. So, und ich muss vor allem muss ich Blocken üben. So, okay, was haben wir hier für Bäume? Interesting. So, 859 Meter, ich muss mal kurz gucken. Ja. Ich guck mal, was da so ist. Da gibt es so Pilze, kann man die mitnehmen? Ach, Miasma-Flüssigkeit. Wieso habe ich eigentlich keinen Ausdauer-Buff mehr?
Wie weit ist denn das weg? Bin ich überhaupt richtig? Bin völlig falsch. Keiner sagt was. Hä? Da muss ich hin. Raus aus dem Miasma. Okay, warum ist mein Ausdauerbuff so furchtbar? Brauche ich nicht mehr, die baue ich jetzt schon selber an. Aber vielleicht finden wir jetzt hier noch ein paar andere Sachen. Müssen wir mal gucken. So. Hier kam ich her. Wie komme ich jetzt dahin? Hier unten lang. Bin ich denn völlig falsch gelaufen? Muss doch hier irgendwie lang, oder nicht? Muss nicht über die Brücke. Naja, mal gucken. Laufe ich mal hier lang. Nein. Lass mich in Ruhe. So, ist hier ein Weg? Oh, was denn hier? Hier ist Lehm. Bin ich denn hier richtig? Hallo. Boah, Kupfer, Leute. Standort oben. Ich muss irgendwie nach oben. Na gut, aber meine Ausdauer ist halt für den Arsch, ne? Also hier quasi über die Brücke nach oben, da muss ich hin. Da geht's lang, da müssen wir hin. Ich hoffe, ich komme darauf. Wir werden sehen. Aber das sehen wir erst in der nächsten Folge. Bin sehr gespannt, ob wir das hinkriegen, Leute. Ich freue mich drauf. Bis dann.